Leute, ich bin's wieder, Markus von Lampengrenze. Warum ich jetzt gerade so schnell spreche, ich habe gerade auch eben aufgenommen hier die Episode 6 aus Betrieb, hast du nicht ganz aufgenommen, nur so ein Stück, und ja, dann war voll der Bug und so. Ja, also da war ich dann unter der Map und so mit dem Auto. Ja, das ist ein bisschen fail gewesen und jetzt weiß ich halt am Anfang, was passiert, aber das ist ja okay, würde ich sagen. Und jetzt legen wir los. Ihr seht jetzt gleich die Zusammenfassung alles. Jo. Ich bin Julian Dodd. Ah, nee. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, das zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Tz, Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt das schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal... Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia. Und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Gutes Segment. Ja, wir sind abgehauen, ja, von den Bullen. Und Tyson hat uns geholfen. Und Kai natürlich auch, so ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir da anbrechen. Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran, irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja... Nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Der Mist geht mir auf die Nerven. Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Schaffst du das oder verkackst du das auch? Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, Kinderlein, okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach Nick, halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Ja, wir sind abgehauen und warum jetzt bei allein am Donnerstag kommt, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge, ist angeblich wie Fahrradfahren. Und, ja, weil ich immer nicht weiß, was ich mache oder wir machen am Donnerstag, habe ich mir gedacht, ja, einfach bei allein noch eine Folge. Warum denn nicht? Spricht doch nichts dagegen. Jo, oh, wir sind da. Sehr schön, wir müssen jetzt da einbrechen. Ich weiß ja, was jetzt kommen wird dann. Hoffentlich ist es nicht wieder so ein Bug. Das wäre richtig gay. Wer macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Jo, Mafia zum Beispiel.
Brecher entsetzen, okay, mach mal. Zack. Kein Alarm. Tose Automotiv. Sale. Hey. Hier stehen haufenweise Computer. Wenn er online ist. Mendoza. Was ist da auf dem Tisch? Den Tisch. Das hier. Das habe ich schon gescannt alles, ne? Ja. Ja, ich habe alles gescannt. Da war ein Beweis und da war das hey, auch da drauf. Hier. Ist das ein Brief? Weiß ich nicht. Ich finde, da können wir uns ja ausrüsten, wenn wir was brauchen. Eine große Knarre dabei, eine kleine. Und wir müssen da rein. Der hier ist es. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Ach, Scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen! Da drüben nachsehen! Das sehe ich mir mal an! Los, such sie! Seht da drüben! Ich gehe hier rüber! Überall. Ich hab Schüsse gehört. Das waren doch Schüsse. Okay. Da ist er. Jo. Treffen. Oh. Oh shit. Fuck. Tyson, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na? Wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Der Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Da kommen sie. Wer ist da? Gas, Alter. Gib Gas, Idee. Da drüben ist er! Abfeuern. Ja, prima. Achso, wo ist der? Verdammt, lang bin ich. Ja. Die Knarre!
Alter. Aua. Au. Ich bin gar nicht so durch, Alter. Wir leben noch! Ich hab ihn! Wir müssen los! Wir brauchen ein Auto! Wir schalten sie aus! Da drüben! So schön das Auto. Dieser Scheiß. Ist der noch da? Natürlich nicht, aber logisch. Okay. Ja, jetzt kommt es hier, wo es hier vollgepackt hat, ey. Nichts wie weg hier. Los, los, los. Ins Flussbett. Verdammt, was für ein Theater! Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Langsam. Erst müssen wir Boomer finden. Willst du mich verscheißern? Er ist auf Kings Schrottplatz. Nicht weit weg. Ohne ihn kann ich die Dateien nicht lesen. Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch Doors vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay. Verstanden. Wir melden uns. Wohin jetzt? Was die Lady will, kriegt sie auch. Ja, das ist das Problem, ich weiß nicht wohin. Nein, aussteigen kann ich auch nicht. Wo muss ich hin? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Das ist das Problem. No plan. Wenn ich da hochfahre, dann wird es irgendwie kompliziert. Ich kapiere es nicht. Einfach da hochfahren. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Wo muss ich hin? Da geht's nicht rein. Ah, hallo. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Boomer. Okay. Okay. Jo Leute, ich bin's wieder, Markus von Lappen TV. Ja, ihr denkt jetzt, was geht ab, warum redet ihr jetzt mitten in der Folge so, jo Leute, obwohl er schon gesagt hat. Ja, ihr habt ja gehört, wie Shadowplay klingt, wenn abkackt der Ton. Finde ich ja wieder wundervoll. Ihr habt ja gesehen, dass ich beim Ladescreen angefangen habe. Erzählt habe das Bug und dass ich dann in der Welt war und da schon wieder. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht so verkackt ist. Ja. Ich habe eigentlich bei diesem Ladescreen eigentlich einen neuen Part angefangen. Also, ich habe dann halt beendet die Aufnahme.
wo es halt dann so richtig gebackt hat und bla bla bla. Habe ich eigentlich einen neuen Pad angefangen. Auch meine Taste gedrückt zum Aufnehmen. Ja, irgendwie hat Shadowblade gesagt, ja, nee, dann machen wir es einfach zusammen. Dann wird es eine Dreiviertelstunde Folge. Ja, und jetzt ist kein Ton da. Ja, weil logischerweise nach einer halben Stunde das halt wieder kommt, ne? Wieder kommt. Was laber ich denn für ein Bullshit, Alter? das ist dann abkackt. Gleich kommt wieder eins. Ja, wir haben hier, sind gerade unterwegs hier. Ja. Und jetzt will ich das hier nachsprechen. Ja. Wir sind gerade dabei, glaube ich, diesen Boomer zu finden. Ja, diesen Boomer. Ja. Ich habe ja auch einen Cut gemacht am Ende der Folge. Das komischerweise ist, am Ende der Folge geht der Ton wieder. Also, das hat mich schon ein bisschen irritiert und auch ziemlich sauer gemacht, weil der Ton geht einfach die ganze Zeit nicht, aber am Ende geht er halt wieder. Ich denke mir, WTF, wieso? Da schön auf die Fresse. Ja, den würden die jetzt auch gefangen nehmen, der da rumgammelt. Ich hoffe, das ist auch synchron. Ja. Also Shadowplay ist echt echt nervig. Ich werde jetzt irgendwie mal googeln, mal nachschauen irgendwie, warum, an was das liegen könnte. Das ist echt kacke sowas, weil ich habe keinen Bock in jeder Folge nachzusprechen. Naja, eigentlich hätte es ja eigentlich jetzt nicht sein dürfen. Also eigentlich, ja, hätte es eigentlich gar nicht alles sein können. Sollen. Ich hätte jetzt natürlich auch jetzt wieder spielen können, also das die erste Folge bis halt, wo ich halt gesagt habe, ja, Cut. Ich habe schon aufgenommen und dann ist wieder abgekackt. Also wegen den Bugs halt. Ja. Vielleicht werde ich jetzt mal umschalten, während ich rede. Ja, ist der Boomer, ne? Und wir reden über den. Der ist ganz chillig hier, der Junge. Ja. Ja. Ja, da ist er jetzt enttäuscht. Wir haben ihn einfach mal abgenommen. Und dieser Weg von dieser K-Card ist wirklich sehr weit. Also. Ja, und da geht einfach bis die Tür zu, ja, auf einmal, ne? Eieiei, Leute. Shadowplay ist echt zum Kotzen. Und hier läuft eine geile Mucke. Und naja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich befürchte, dass einfach mal so die Gamer anklopft. Hallo! Wird nix. Dann haben wir das Problem. Ja, ich versuche irgendwie von da unten oben die alle zu markieren, anstatt ich hoch, also stehe. Und so ich den versuchen, der zu scannen. Aber ich krieg's einfach nicht hin, weil ich einfach ein Lappen bin. Jetzt habe ich es hingekriegt. Krasser Scheiß. Und wenn es jetzt am Anfang auch so leckt.
dann... Das ist, also dann bin ich ziemlich sauer. Ich hoffe nicht. Ja, jetzt merke ich erst, dass die mich nicht sehen. Was sind? Haben sie ja beschwert um die Mucke, glaube ich. Fast, da habe ich überlegt, ja, soll ich jetzt aufschießen und dann sterben die zwei. Aber ich habe gesagt, nee, das ist zu riskant, weil ich werde den anderen festnehmen. Jetzt überlege ich und dann denke ich mir, nee. Noch nicht zumindest. Schön auf die Fresse. Jetzt werde ich jeden einzelnen austauschen und das ist hier ein bisschen so voll die chillige, was ich da gemacht habe. Im Boden gekrochen dann. Wenn mich da gesehen hat, kurz. Weil ich dann hinterher schleiche. Nur um den dann zu überwältigen. Aber naja, das macht man halt. Bam. Voll in die Fresse. Wieder ins Innengenick. Jetzt überlege ich, soll ich in die Luft springen, aber dann nee, erst den hier und dann hat's zack, 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 zack. Und jetzt werde ich, und das ist dann nicht in die Luft gesprungen. Ich denke mal, yo, ist klar. Und dann bumm, kabu, tot. Da war er tot. Und hier ist irgendwo hier Ding. Beweis, sondern sich ein Beweis. Fernzünder. Okay. Ein paar Minuten und dann noch so ungefähr eineinhalb Minuten, glaube ich. Und dann beginnt wieder Ton zu starten. Ja. Das wird wieder lustig. Ich werde es auch in zwei Teile schneiden. Insgesamt geht die Folge dreiviertel Stunde. Also alles. Also die ganze Episode meine ich. Dreiviertel Stunde. Ja, dann stelle ich das Radio raus. Aber es gibt ja keinen Ton jetzt und da muss ich mir keine Bedanken machen. Vielleicht war das Gottes Zeichen. Das kann man nicht wissen. Vielleicht wollte er es so. Vielleicht wollte er es so. Das kann man nicht wissen. Er könnte mir auch irgendwie mal sagen, ob ihr irgendwie so abergläubisch seid. Irgendwelche Sachen glaubt wirklich, dass sowas dann nur, wie so etwas dann passiert, wie das halt dann beziehungsweise Gott halt geholfen hat. Ja. Dass sowas nicht passiert, sowas, also dass halt dann zum Beispiel jetzt die Gamer da irgendwie sagt, ja, nö, wird nix. Weiß man nicht, also glaubt ihr an sowas? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist einfach nur Shadowplay-Scheiß. Ja, jetzt geht der nächste Ton wieder und... Ja, du. Sehr schön. Wow. Boah. Ich muss tun. Wow. Fuck, Alter. Der drin war ist tot.
Shit. Ja gut. Oh, Metallstreifen. Schnappbild. Ja Leute, ich mache jetzt kurz Cut und wir sehen uns gleich.